Herr Universitätsprofessor Fucik, können Sie uns mehr zu Ihrer Person erzählen? Ja, gerne. Also ich habe als junger Mensch, wie ich mit der Schule fertig war, begonnen, mir zu überlegen, was ich studiere. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Statistik zu studieren. Und zu dieser Zeit hat mich dann mein Umfeld gefragt, ja, glaubst du wirklich und ist das nicht langweilig, irgendwelche Datenkolonnen und so. Und mich hat eigentlich motiviert, weil mich so Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zufall interessiert hat und ich gehört habe, dass Statistik, in der Statistik der Zufall eine große Rolle spielt und tatsächlich ist es auch so. Ja, ich habe mich dann eigentlich nicht abbringen lassen davon und meine Eltern haben zumindest gesagt, okay, wenn ich das machen möchte, sind sie einverstanden. Sie haben gemeint, sie wissen zwar nicht genau, was man damit da macht, aber ich werde es schon wissen und hat mich natürlich gefreut, auch da das Vertrauen zu haben. Im ersten Jahr waren wir damals 3 Studenten an der Uni Wien, wo ich damals begonnen habe. Also wirklich ein super kleiner Jahrgang. Und das hat bedeutet, dass es vom Anfang an eigentlich eine sehr individuelle Betreuung gegeben hat. Man hat sich dann fast nicht getraut, nicht zur Vorlesung zu gehen, wenn man nur einer von 3 war und so sehr aufgefallen ist, nicht? Aber hat auch seine Vorteile gehabt. Es gab dann Feste, man hat sich getroffen und man hat auch viel individuelle Unterstützung gehabt bei dem Ganzen. Und muss sagen, nachträglich, ich habe es nie bereut, weil ich immer mehr herausgefunden habe, wie viel spannende Dinge man eigentlich mit der Statistik machen kann. Und heutzutage mache ich sehr viel Biostatistik, also das ist Anwendung in der Genetik, auch ein bisschen Medizin. Und da hat man wirklich auch das Gefühl, mit der Statistik was Nützliches machen zu können, einfach auch um besser zu verstehen, etwa wie bestimmte Gene sich auswirken, etwa auf Krankheiten oder auf bestimmte Merkmale oder auch in der Medizin, wo man dann immer wieder untersucht, welche Behandlungsmethode besser ist und was da besser funktioniert. Können Sie uns vielleicht sagen, was Sie an der Statistik besonders begeistert? Ja, vielleicht die Vielseitigkeit, dass man mit so vielen Leuten zusammenarbeiten kann, aus so vielen Bereichen. Also ich habe schon mit Personen in der Wirtschaft, in der Industrie, in der Medizin, in ja, so vielen Bereichen eigentlich zusammenarbeiten können. Und da gibt es immer wieder spannende Aufgaben, wo Daten entstehen und die analysiert werden müssen. Und da brauchen die Leute dann sehr oft Hilfe, also bei der Frage, was kann ich jetzt wirklich aus meinen Daten schließen oder was kann ich daraus folgern. Und da kommen sie dann zu Statistikerinnen oder Statistikern und mit ihren Fragen. Also man fühlt sich irgendwie sehr nützlich, auch sehr gebraucht und ja, doch das Gefühl, was Sinnvolles zu tun in diesem Bereich. Können Sie uns noch weitere Informationen zu irgendwelchen spannenden Projekten oder Themen, die gerade anstehen, geben? Ja, gerne. Also was momentan gerade ansteht, woran ich gerade arbeite, ist zum Beispiel ein Projekt, wo wir untersuchen, wie sich die globale Erwärmung auf die Hochgebirgspflanzen auswirken. Da arbeite ich mit bei einem weltweiten Projekt, wo Hochgebirgspflanzen untersucht werden. Also man geht auf einen Berggipfel, schaut, welche Pflanzen dort wachsen und dann, vereinfacht gesagt, kommt man 5 Jahre oder 10 Jahre später wieder und schaut, ob da noch immer die gleichen Pflanzen wachsen oder ob was anderes wächst. Und jetzt ist die Frage, wenn sich die Zusammensetzung verändert hat, ist das ein Zeichen der globalen Erwärmung oder liegt es nur daran, dass die Gämse halt vielleicht ein paar Pflanzen aufgefressen hat? Oder auch, dass die Beobachter, die auch nicht immer hundertprozentig richtig alle Pflanzen identifizieren, sich da vielleicht mal geirrt haben. Und da kann die Statistik helfen, aufzuklären, was da die Ursache für die Veränderung der Zusammensetzung der Gebirgspflanzen ist. Okay, dann vielen Dank.